Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir diskutieren jetzt schon über ein Jahr über die notwendige Streichung des Paragraphen 219a. Ein kleiner Rückblick. Die Linke legt zeitgleich mit dem ersten Prozess gegen Christina Hähnel hier einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Die Grünen ziehen blitzschnell nach, die SPD auch, und blockiert sich dann ebenso blitzschnell und lässt sich seitdem von der Union am Nasenring durch die Manege führen. Und die FDP hat erkannt, dass sich die Union eh nicht bewegen wird und legt sich heute mit ihrem Antrag auf eine Streichung fest. Das begrüße ich sehr. Zwischendrin gab es zahlreiche Fachgespräche, Anhörungen, Debatten hier im Plenum und eine unglaublich breit getragene Unterstützung der Forderung nach Streichung von sehr, sehr vielen Verbänden und der Zivilgesellschaft. Und auch die Mehrheit der Bevölkerung sieht es genauso wie wir. Und morgen wird wahrscheinlich im Bundesrat auch entsprechend über die Länderanträge abgestimmt. Und nicht nur das. Es gibt leider auch viele neue Anzeigen. Es gibt weitere Prozesse. Die Informationsfreiheit von Frauen wird immer noch nicht gesichert. Und die Versorgungslage verschlechtert sich zunehmend. Weltweit organisierte Gruppen, deren Ziel es ist, Frauen faktisch den legalen Abbruch nicht mehr zu ermöglichen, werden immer dreister, frecher, übergriffiger und ja auch gewalttätiger. Mit Gehsteigbelästigung werden Frauen beschimpft und Ärztinnen mit Anzeigen schikaniert, eingeschüchtert und kriminalisiert. Mein Fazit und das der Linken ist da ganz klar, so darf es nicht weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Hintergrund kann ich über die gestern vorgestellten Eckpunkte nur noch fassungslos den Kopf schütteln. Und ich finde, das, was der Kollege Jung hier gesagt hat und was der Kollege Fechner gesagt hat, ging ziemlich auseinander. Der Paragraph 219a soll bestehen bleiben. Und dabei wissen wir alle, dass er eine völlig veraltete Norm ist und in einer digitalisierten Informationsgesellschaft es geradezu anachronistisch ist, wenn Frauen sich nicht in kurzer Zeit und selber im Internet informieren dürfen. Und offensichtlich sollen Ärztinnen und Ärzte für weitergehende Informationen auf staatliche Stellen verweisen. Das heißt doch, dass immer noch nicht die Fachleute auch über diese fachlichen Fragen informieren dürfen. Das kann nicht sein. Sie wollen unbedingt das Werbeverbot beibehalten. Dabei ist ein Werbeverbot im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen unsinnig. Keine Ärztin will dafür werben und kann wahrlich damit auch nicht reich werden. Und Frauen würden sich auch nicht dafür werben lassen. Im Übrigen noch eine Anmerkung zur Debatte. Frauen treiben nicht ab, weil sie dafür Infos bekommen. Da sei mir doch mal eine Frage an die Union erlaubt, wann eigentlich die Union gegen Werbeverbote ist. Ich habe da gerade gehört beim Tabak. Und da hat in dem Zusammenhang der Herr Kauder, ich zitiere, mit ihrer Erlaubnis gesagt, der mündige Bürger habe das Recht, sich frei eine Meinung zu bilden. Hört, hört. Mich würde schon interessieren, wie viel Ihr Bundesparteitagssponsor Philipp Morris so hingelegt hat. Und auch Ihr anderes Argument, dass die Abbruchzahlen in Ländern hochgehen, in denen es kein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gäbe, werden Sie mit Sicherheit auch nicht liefern können. Denn das Gegenteil ist der Fall. Ungewollte Schwangerschaften lassen sich übrigens immer noch am besten dadurch verhindern, indem man aufklärt und verhütet und indem Verhütung und Aufklärung für alle zugänglich sind. Sollte dieser sogenannte Kompromiss nicht daran gemessen werden, Johannes Fechner hat es eben noch mal gesagt, ob die Informationsfreiheit von Frauen gewährleistet wird und es keinen weiteren Fall Hähnel mehr geben könnte? Das ist aber in diesem Falle nicht so. Die Webseite von Christina Hähnel würde immer noch strafrechtlich verfolgt. Beide Punkte sind nicht gewährleistet. Ich finde, ehrlich gestanden, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, nehmt euch ein Beispiel an den Niedersachsen, gebt die Abstimmung frei, befreit euch aus der Zwangsumarmung mit der Union. Gemeinsam können wir den 219a noch abschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möhring. Als nächstes spricht zu uns die Kollegin Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen.